Guten Abend, liebe Zuschauer. Heute sehen Sie eine Sendung, die wir vor ein paar Tagen aufgezeichnet haben im wunderschönen Biohof Schwander in Nunwil. Bei mir der Armin Schmid von Golden Seed. Sie kennen ihn aus den vorangegangenen Sendungen, wo wir zum Thema Marktplatz und zum Thema Golden Seed bereits berichtet haben. Was wollen wir heute machen? Heute wollen wir mal schauen, wie schnell wir Gerichte, die gesund sind, die nachhaltig hergestellt sind und nahrhaft sind, wie wir die relativ schnell zubereiten können. Bevor wir damit anfangen, wollen wir erst Ihnen nochmal die Produkte vorstellen, die wir heute verwenden. So Armin, jetzt bist du dran. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Norbert, danke vielmals für diesen fantastischen Ort. Es ist wirklich fantastisch, lohnt sich hierher zu kommen, auf jeden Fall. Für die, die diese Produkte noch nie gehört haben, vielleicht kurz eine Einführung. Genau. Wir haben ein Korn. Dieses Korn ist relativ hart. Es ist ein Mitglied der Amaranth-Sorten, das heißt Kiwicha. Es gibt etwa 70 verschiedene Amaranth-Sorten. Und dieses Kiwicha haben wir gewählt, weil es so nussig ist. Schmeckt. Und was wir noch dazu sagen können, eine der nährstoffreichsten Pflanzen? Wahrscheinlich etwas vom Besten, was es gibt. Es hat 70 verschiedene bekannte Nährstoffe. Die sind in einem sehr regelmäßigen, ausgewogenen, tagesbedarforientierten Menge zugemischt aus der Natur. Die Inkas haben das tausende von Jahren sehr gerne gegessen. Ich habe das schon mal gesagt am Fernsehen, die sind auf 4000 Meter, 40 Kilometer gerannt. Ich war schon ein paar Mal auf 4000 Meter, habe niemand rennen gesehen und ich auch nicht. Oder? Und die waren einfach stark. Oder? Das nährt sehr gut, Zellaufbau, all der Stoffwechsel, alles was es gibt. Was wir daraus machen, um es kurz zu machen. Aber man muss auch dazu sagen, so kann man es nicht essen. Man kann es essen, aber es ist nicht wirklich fein. Ja, und es ist sehr, sehr hart. Ich war an Marktständen, Leute haben es schon von anderen Amaranth-Sorten genommen und sie sagen, die Kinder möchten es nachher nicht mehr. Ja, kann aber es wäre sehr gesund. Aber gesund und nicht fein geht heute nicht mehr. Nee, geht nicht. Aber du tust es ja jetzt so verändern, dass es super lecker ist. Genau. Wir haben eine Maschine auch in Peru erworben und die macht diese Popcorn. Das ist sehr leicht und es schmeckt nussig. Das heißt, aus diesem einen Produkt kann man schon eine ganze Menge machen, wie wir dann heute Abend noch sehen. Das zweite Produkt, das wir machen daraus, sind Flocken. Die sind etwas konsistenter, weil die Pops sind sehr leicht. Da ist viel Luft drin. Und die dritte Sache, die wir machen, das ist das Mehl. Das heißt, wenn wir hier Mehl haben, diese Flocken und diese Pops, alles gemacht aus diesem Korn mit diesen wunderbaren Nährstoffen drin, dann kann man all das machen, was wir jetzt sehen. Was haben wir denn für fertige Produkte? Also was wir haben, eines der beliebtesten Geschichten, ist natürlich das Müsli. Ja. Das, ja. Schaut mal sein Lachen. Das gehört am Wochenende regelmäßig zu meinem Frühstück. Unter der Woche schaffe ich es meistens nicht, da reicht es nur für einen Smoothie. Aber am Wochenende zum Smoothie gibt es immer eines dieser tollen Müslis. Genau. Vor allen Dingen, was ich faszinierend finde, der tolle Geschmack. Der Geschmack. Und wenn man es isst, hat man wirklich keinen Hunger mehr bis am Abend. Bis am Mittag, Entschuldigung. Ja. Noch etwas Wichtiges. All unsere Produkte haben Maca drin. Maca ist eine Geheimwurzel. Nein. Maca ist eine Wurzel, die gibt es auch schon ein paar tausend Jahre. Leute sagen, es sei etwa siebenmal so dicht wie Ginseng. Also es ist zwar die Gesundheitswurzel von den Peruanern, von diesen Ureinwohnern, von den Inkas. Genau. Heute wird es verwendet für Sportbooster. Es wird verwendet auch als Stärkungsmittel. Wir haben immer ungefähr 4% in allen Nahrungsmitteln drin, einfach um die Gesundheit, den Stoffwechsel. Es hat eine unglaubliche Wirkung, zum Beispiel auf die Darmreinigung. Ich habe viele Leute sagen gehört, seit ich das nehme, geht es mir hervorragend. Ich bin und nicht mehr müde. Man sagt ja immer noch, und man liest es auch, dass es auch die Manneskraft stärken soll. Das liest man am meisten. Ja. Aber es ist natürlich auch wahr, aber eben nicht nur. Nein, es ist ein Kräftigungsmittel allgemein. Es setzt alle Organe wieder in die richtige Funktion. Genau. Und heißt nicht, dass es Frauen nicht nehmen können. Nein, Im Gegenteil. Es ist, also, es ist bekannt auch für Frauenbeschwerden. Also Regel und Wechseljahre und. Menstruation, Wechseljahre ist Maca auch eine tolle Geschichte, die Ihnen da drüber weghilft.
keine Heilaussage, nur eine Unterstützungsaussage. Ja. Ja. Und wir haben das immer in unseren Produkten drin. Genau. Maca, und gibt es natürlich auch so, können wir ja gleich sagen. Gibt es stark, also man kann es ein Kaffeelöffel pro Tag, Teelöffel pro Tag nehmen. Mhm. Und dann hat man wirklich eine sehr kräftigende Wirkung auf den Körper. Und für den Sportler, der kann es vor dem Sport nehmen. Sehr gut, ja. Da ist es natürlich perfekt. Es ist nicht sofort wirksam, sondern langfristig. Es setzt alle Organe einfach in die richtige Funktion. Mhm. Und kann so natürlich bezogen werden in der Verpackung, so wie ich es hier in der Hand habe. So bekommen Sie das. Ist ein richtig gutes Produkt und bei Maca müssen Sie immer schauen, dass Sie es möglichst frisch bekommen und möglichst nicht zwischenverarbeitet. Und das ist bei Golden Seed einfach die Voraussetzung. Reines Maca. Du achtest sehr groß auf die Qualität der Produkte und wie sie angebaut werden. Wir wissen, von welchen Bauern das kommt. Das ist wichtig. Genau. Dann haben wir einen Sporttrink. Wir sind in der Kurzübersicht. Da haben wir viel Kiwicha drin, die Hälfte. Wir haben Maca und Guarana. Guarana ist eine gute Wurzel, ein gutes Gewächs, das eben auch wach macht. Das ist so wie eine Langfrist-Koffeingeschichte. Und das zum Beispiel, wenn man Prüfungen hat über längere Zeit, mehrere Stunden oder einen Stress. Guarana ist etwas, das wach macht. Maca ist etwas, das die Gesundheit stützt. Also kann man noch sagen, ein Tipp für alle, die viel Geistesarbeit verrichten müssen, gerade Studenten und so. Absolut. Da ist das natürlich ein Zaubermittel davon. Wenn man sowas nimmt morgens, zum Beispiel morgens Weißmehl, dann haut es einen runter. Wenn man solche Produkte verwendet als Frühstück, Ersatz für Weißmehlprodukte, dann hat man richtig Power und Guarana, wie es der Armin sagt, hält wach. Genau. So, Burger haben wir noch, da werden wir noch mehr jetzt sehen heute. Kommt mein Lieblingsteil. Genau, das ist im Moment, eigentlich besteht das aus Flocks und Pops und etwas Peterli. Da hat es Rezepte drin, nämlich drei oben, eines hinten. Wir haben vier Rezepte insgesamt. Da werden wir viel hören heute Abend noch. Mhm. Und wir haben auch natürlich die Urprodukte, reine Pops. Das kann man in Joghurt, in Salat, in Quark, in überall, werden wir auch sehen. Und das sind momentan die Produkte, die wir haben. Es sind also Müsli, es sind Drinks, es sind Burger. In Vorbereitung sind Riegel, die kommen nächstens. Wir haben auch Brotbackmischungen bereit, in Kürze. Und natürlich all die Rezepte von den feinen Desserts, die es auf dem Web noch gibt. Dann können wir zu den Zuschauern bloß noch sagen, erkundigen Sie sich immer und informieren Sie sich über das Thema auf der Website www.golden-seed. Golden Seed am Stück. Golden Seed am Stück, www.goldenseed.ch. Und für die, die im Time-to-Do-Shop bestellen, Sie können die Produkte auch im Shop bestellen, wenn Sie dort andere Produkte bestellen. Aber Rezepte und alle diese Informationen finden Sie nur auf der Website von Golden Seed. So, jetzt würde ich sagen, geredet haben wir jetzt genug. Lass mal los. Jetzt gehen wir mal ans Kochen und schauen mal, was es alles für gute Sachen gibt. Jetzt sind wir mal hinter den Tisch gegangen. Erstmal darf ich vorstellen, unsere Köchin, die Teres, die zeigt uns jetzt, wie wir die tollen Sachen vorbereiten. Wir beginnen klassisch, ne, wie man so auch. Wir stehen morgens auf, haben alle Hunger. Was machen wir dann? Dann machen wir erstmal unser Zmorge. Und das bereiten wir jetzt vor. Erzähl uns mal, Teres, was hast du denn für Zutaten jetzt da? Zum Frühstück habe ich jetzt ausgesucht das meist beliebteste Müsli mit Himbeeren. Und dazu kann man jetzt natürlich variabel alles spielen, wie man will. Vom Quark über Joghurt oder nur die Milch oder ganz einfach nur einfach Sekt, wie es ist. Man kann es anreichen mit frischen Früchten, auch diejenige selbstverständlich, die Munde. Okay. Und dann auch anreichen mit Milch. Jeder ist da unwahrscheinlich frei. Also ich kann Joghurt reintun, ich kann auch alles miteinander. Genau, Mango Lassi, je nachdem, was mir als Basis schmeckt, das verwende ich und tue dann das Müsli so, wie es da ist, dazu. Muss ich es ziehen lassen oder kann ich es gleich nach dem Zubereiten essen? Nein, man kann es gleich essen. Es ist ein Crunchy Müsli. Ja. Wir machen es ja vegan, glutenfrei, laktosefrei, zuckerfrei, es hat Agavendicksaft drin, der verdaut sehr langsam. Perfekt. Und das heißt, man hat nie Hunger. Der Zuckerspiegel ist immer schön hoch, also immer gleich. Okay. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte Milch dazu tun, kein Problem. Das Produkt ist an sich laktosefrei, zum Beispiel. Oder? Okay, da könnte auch eine Reismilch nehmen oder Mandelmilch oder was er hat. Aha, jetzt kommt der Apfel zum Einsatz.
Das heißt, du tust dein Müsli verfeinern. Ich verfeinere es jetzt erstmal und ich mache das mit möglichst feinen Stücken, weil es schmeckt noch einmal besser, als wenn die Sachen zu grob angerichtet sind. Und natürlich, liebe Zuschauer, reden wir immer nur von Obst, was natürlich mindestens Bio-Qualität hat, wenn nicht sogar Demeter-Qualität. Warum? Sie merken es an Ihrem Körper, welche Qualität das Obst hat. Und in Kürze werden wir auch berichten über ein Verfahren, wie Sie den Nährstoffgehalt von frischem Gemüse und Obst nachprüfen können. Und natürlich sind hier die Äpfel ausgesuchte Äpfel und wir wollen auch immer darauf achten, dass wir möglichst Früchte nehmen aus regionalem Anbau. Warum? Dann fördern wir den eigenen Bauern und die eigene Region. Und wenn die mal nicht mehr zur Verfügung stehen, dann können wir immer noch auf was anderes zugreifen. Das stimmt. So, wie weit sind wir jetzt? Jetzt habe ich mir erlaubt, mit Joghurt weiterzugehen. Mhm. Jetzt kann man das selbstverständlich mit der Milch noch anreichen, so viel, wie man eben gerne hat. Ich zum Beispiel bin jemand, der das sehr gerne mit viel Milch trinkt. Okay. Andere nehmen nur ganz wenig. Auch da hat man, Gott sei Dank, die Möglichkeit, es so zu machen, wie man es eben gerne mag. Wie es jedem schmeckt, ne? Es gibt sogar Kunden, das hörte ich immer wieder, die mögen es gerne sehr süß. Ah. Und jetzt kann man das natürlich auch beliebig anreichen mit Zucker. Da haben wir uns auch in all unseren Süßigkeiten für einen Zucker entschieden, weil der sowohl für den Diabetiker geht, aber auch den ganz normalen, nicht empfindlichen Menschen. Was ist das für ein Zucker? Das ist der Xylitol. Und das ist das Birkenholzzucker. Genau, Birkenzucker, je nachdem. Wenn Sie es möchten, dann kann man natürlich auch Shakara zum Beispiel nehmen oder einen braunen Vollrohrzucker. Wo ich immer den Leuten sage, wo man achten drauf soll, dass man nicht zu viel von dem verwendet, ist der klassische weiße raffinerierte Zucker. Denn da gibt es viele Studien, dass das für unsere Gesundheit nicht so gut sein soll. Dankeschön. Gerne. Und jetzt tust du es einmal aufrühren. Und jetzt kann man das Ganze untereinander rühren, wenn man mag. Es gibt sogar Kunden, die schreiben mir, sie nehmen oben ab ein bisschen von allem und rühren es nicht um. Okay. Also du siehst auch da kann man absolut spielen. Was sich dann aber sehr schön mit Quark, Joghurt und Milch auch noch etwas erweicht, sind dann unsere feinen Himbeeren. Die sind wirklich aus ein Klasseprodukt, nicht irgendwelche getrockneten Beeren. Und das gibt dann dem Ganzen wirklich noch einen zusätzlichen... Jetzt ist natürlich schade, liebe Zuschauer, dass wir kein Geruchsfernsehen haben. Dann könnten Sie jetzt riechen, oh, ein Gedicht. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, gehe ich mal darüber, wie toll das aussieht. Da macht Frühstücken gleich Spaß und wenn man so eine Portion morgens isst, dann ist man auf jeden Fall aufgestellt, denn wir haben ja nach dem Frühstück noch Znüni und so lange ist es nicht bis hin. Und wenn Sie das gegessen haben, dann sind Sie aufgestellt bis zum Znüni. Liebe Zuschauer, jetzt sind wir schon beim Znüni. Norbert hat vorhin gesagt, nach diesem reichen Morgenessen will man ein Znüni. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das nehmen, ist relativ klein. Man kann es aber machen. Viele nehmen aber kein Morgenessen. Ich habe das viel getroffen. Und die sagen dann, ja, so um 9, 10 Uhr habe ich Hunger. Und dann ist der Drink ideal. Es gibt sogar Leute, die nehmen den. Das hält durch. Sie hören es nachher. Der Sporttrink ist eine Vollnahrung. Sie können zum Beispiel zum Mittagessen 4 Löffel nehmen, 4 Kaffeelöffel, plus einen Saft nach Ihrer Wahl. Oder Sie nehmen jetzt zum Znüni nur 2 Kaffeelöffel und bitte zuerst den Saft, dann die 2 Löffel und dann haben Sie hervorragend Nahrung zu sich genommen und es ist sehr genüsslich. Löst sich es leicht auf, wenn man es einrührt? Schüttelbecher. Ah, alter Trick, Schüttelbecher. Ja gut, dann... Teres, walte deines Amtes. Jetzt schauen wir mal, was es da gibt. Ich bin zum Beispiel jemand, der isst kein Frühstück. Ich stehe auf und ich brauche meine Ernährung. Und da eignet sich dieser Drink einfach optimal. Und weil ich es als Ernährung, als Mahlzeit habe, muss ich dem auch entsprechend auch anders dosieren. Mhm. Was sehr gut ist, man kann wirklich auch spielen mit dem Saft. Ja. Das heißt, du kannst wahlweise alles nehmen,
Am besten eignet es sich mit den dunklen Säften oder mit den Multisäften. Okay, da haben wir jetzt zum Beispiel einen Traubensaft. Etwas Süßlicheres. Okay, wie viel Saft hast du denn jetzt da rein? Jetzt zeige ich vielleicht die Mahlzeitergänzung, also was gerade eine Mahlzeit ausmacht. Okay. Und da nehme ich immer gut die Menge von einem halben Schüppelbecher, ich sage es jetzt so. Ja. Die Leute können es sich fast besser merken dann. Und dann gebe ich ganz automatisch 4 gehäufte Löffel rein. Jetzt wäre es ein Znüni und jetzt ist ein Essen. Ja, Entschuldigung. Es ist 2 Löffel wäre es Znüni, ganz genau. 4 Löffel ist jetzt, wenn du nicht frühstückst, dann tust du so zwischen 9 und 10, richtig, dann die Power. Ja. Mehr ist nicht nötig, einfach Saft rein, das Pulver drauf. Absolut. Und was ich auch noch mache, ich zusätzlich, weil ich doch nicht mehr als Jüngste bin und gerne die Energie auf den ganzen Tag habe, bis hinunter, weil der Tag meistens sehr früh in den Morgenstunden endet, dann will ich in Gelassenheit meinen Job tun. Okay. Ich will die gute Energie haben, die sich eben nicht abbaut. Also lege ich immer noch einen Kaffeelöffel Maca obendrein. Da hast du aber Powerfood, ne? Dann ist du aber satt bis am Abend, oder? Bis in den späten Nachmittag mit Sicherheit. Ja. Interessant ist auch für Sportler, man kann dieses Getränk mitnehmen, auf dem Fahrrad zum Beispiel oder im Rucksack, und ist eigentlich genährt. Oder wenn jemand lange Auto fahren muss, weit, man ist sehr erfrischt, wenn man das trinkt. Es macht nicht müde, es macht keinen schweren Kopf, es ist einfach nur fein und man ist sehr genährt. Also jetzt, wenn ich da dran rieche, dann rieche ich so durch den Obstgeruch noch ein bisschen so was Nussiges raus. Aber es riecht schon wie Power. Und wenn ich es jetzt trinke, dann würde ich auch den ganzen Tag nichts mehr essen. Aber jetzt haben wir schon Nachmittag, jetzt mache ich das lieber nicht, weil heute Abend kocht noch die Frau und dann gibt es wieder Ärger. Also, so sieht er aus danach. Mit 4 Löffeln drin, haben wir gehört, eine ganz vollkommene Mahlzeit. Für Sportler ist super Geschichte, wenn sie auf dem Fahrrad sitzen, in ihre Flasche. Studenten haben wir vorhin schon gesagt, das Thema, um im Kopf fit zu bleiben. Guarana ist drin, hält fit, hält wach. Ja. Ne? Tust du es selber nehmen? Ja. Jeden Tag. Kevin, jeden Tag. Das ist meine Einstiegsnahrung am Morgen, weil ich nicht esse. Ich habe nie Frühstück genommen und dann war mir irgendwann im Nachmittag einfach nicht gut. Klar. Weil nur trinken, das bringt es nicht. Genau, aber dann haben wir ja jetzt das Richtige und vor allem auch für die, die so ein bisschen auf die Figur achten wollen. Mit dem haben sie alle Nährstoffe, sind vollwertig ernährt und keinen Hunger vor allen Dingen und durch Guarana fit. Kann man noch was Besseres sagen als Sportlertrink zum Znüni? So, liebe Zuschauer, nachdem wir jetzt gut gefrühstückt haben, das Znüni war auch kräftigend und stärkend. Und jetzt haben wir schon wieder Hunger, weil wir so viel gearbeitet haben bisher. Und jetzt schauen wir mal, was es zu Mittag gibt. Taris, was biete ich uns denn zum Mittag an? Ich starte mit einem klassischen Salat, den sehr viele Leute lieben, weil er ist auch saisonal bedingt. Es gibt zwar ein Ganzjahres, das ist auch wieder wahr, aber zu dieser Jahreszeit schmeckt er einfach am besten. Der klassische Nüsslisalat. Ja, genau. Sehr schön. Den kann man jetzt auch anreichen mit Crouton. Den kann man anreichen mit Petersilie. Es gibt Leute, die lieben es auch mit Zwiebel und Knoblauch frisch. Könnte man auch noch hineintun. Lasse ich jetzt mal. Die Leute können das dann selber für sich entscheiden. Okay, jetzt nimmst du noch ein Dressing. Eine wunderbare Dressing vorbereitet. Eine eigene French Sauce. Und die kann man dann eben übers Ganze schieben. So, das ist ja jetzt noch klassisch. Das ist ja das, was ich auch so zu Hause mache. Genau. Aber jetzt, wenn jemand sagt, ich will nur einen Salat essen, weil ich esse richtig Abend. Genau. Dann kann er es anreichen mit unserem wunderbaren Kivicha Pop. Das wiederum gibt dann dem Ganzen eine Fülle von Energie wieder. Alle Nährstoffe, die es braucht, sind enthalten. Und da kann es... Da steht so 4 Löffel rein und das ist ungefähr Salat für, was sagen wir, 2 Personen? 2 Personen, ja. Für 2 Personen. Und man ist schon ziemlich genährt. Man stelle sich vor, manchmal hat im Nüsslersalat ein Ei Platz.
Hier haben wir schon ein Sechstel Eiweiß von diesem Pops. Das ein Sechstel ist in Eiweiß, und zwar pflanzlich. Ja. Und ich sage es nochmals, die anderen 69 Nährstoffe, die bekannt sind. Das heißt, wir haben all diese Nährstoffe, sobald wir irgendetwas mit Kivicha machen, sind wir immer gut genährt, können aber die Salate und die Brote und diese Nahrung zu uns nehmen, die uns gefällt, die uns lieb ist. Das kann Brot sein, es ist egal. Aber hier haben wir dann noch die Vitamine dazu, die Ballaststoffe und all die guten Dinge. Und das Eiweiß, eben jetzt anstatt ein Ei, haben wir jetzt das Kivicha rein gemacht. Genau, und wir haben kein tierisches Produkt. Ich weiß nicht, da wird wahrscheinlich ein bisschen Milch drin sein oder Sahne. Ich habe jetzt ein bisschen Sahne verwendet und wer nicht, wer auch da drauf gucken muss wegen der Laktoseintoleranz, habe ich sogar rausgefunden, dass es Rahm gibt und sowieso die Milch kennt heute jeder, aber es gibt auch verschiedene vegane Rams, wo man die Soße anreichern kann. Genau, hier haben wir zum Beispiel zwei Produkte, die wir auf, ich halte mal da den Finger drüber, die man auf Sojabasis hat. Natürlich gibt es das auch auf, als Reismilch, als Mandelmilch. Es gibt ja unglaublich vieles. Und wie gesagt, wer darauf verzichten will, kann natürlich auch ein Dressing machen, was ganz ohne Milch auskommt und macht da, was weiß ich, ein Himbeerdressing oder das klassische Italien-Dressing. Genau, was es auch immer gibt. So. Dann haben wir den Salat soweit vorbereitet. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch einmal das Ganze durchmischen. Gerne. Und auch da, liebe Zuschauer, haben wir wieder gesehen, dass die Zubereitung nur Minuten dauert. Das heißt, was wollen wir denn? Wir wollen in Minuten mit richtig guten Produkten uns ein Essen zusammenzaubern, was uns nährt und was auch uns gesund macht und unsere Gesundheit erhält. Und wenn ich jetzt da hingucke, das ist ein Salat, ich darf ihn mal wieder hochnehmen und ein bisschen in die Kamera zeigen, da lacht das Herz. Warum? Ich habe alles drin. Ich habe da wieder fast ein vollwertiges Gericht und habe nur Salat. Und wenn ich mir jetzt auch noch mal die Kostensituation angucke, auch eine ganz interessante Nummer. Man meint ja immer, alles wäre so teuer. Wenn man klug ist und das mal rechnet, sieht man, wie man sich toll ernähren kann ohne. Und jetzt schaue ich mal, ob da zufällig irgendwo eine Gabel ist. Das gebe ich dir gerne. Und dann probieren wir natürlich mal den Salat mit den tollen Pops drin. Ich danke dir. Jetzt bin ich der, der als erstes den leckeren Salat probieren darf. Alle wollen auch. Was soll ich sagen? Es schmeckt lecker und du hast so ein bisschen dieses Crunchy drin. Durch die Pops, aber es ist richtig angenehm und der Geschmack ist auch gut. Ich habe in diesen Croutons und mit dieser Sahnesoße eine tolle Abrundung drin. Ich habe Salat, ich habe Eiweiß drin. Was kann mal Besseres passieren? Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu dick werde. Liebe Zuschauer, jetzt kommt die Hauptspeise. Nach dem Salat hat man ja schon mal einen Boden gelegt. Jetzt kommt was Gutes drauf. Wir machen die Burger. Ich werde diese anmoderieren, weil der Norbert, der würde nur schwärmen und singen. Und diese Burger gibt es grundsätzlich in der Mischung Pops, Flocks und Peterli. Was wir machen können, es sind vier Rezepte, die wir geben. Es gibt noch sehr viele mehr. Es gibt ein Grundrezept, da ist einfach nur das hier drin mit der Beschreibung hinten drauf. Und dann gibt es drei verschiedene Burger. Eines mit Fleisch, eines mit Gemüse und eines mit Tomatenmozzarella. Das wäre mein Favorit. Das ist der, den wir machen. Andere sagen, der Gemüsefavorit liegt bei ihm. Und wieder andere sagen, ich muss Fleisch haben. Das heißt, es ist sehr individuell. Es ist wichtig zu wissen, dass dieses Kivicha-Produkt, dieses Amaranth-Produkt mit diesen feinen Nährstoffen eigentlich für eine ganz große, breite Masse passt, auch in der Burgerform. Was ich kürzlich gehört habe von Kunden, die machen manchmal Burgerabende und die haben kleine Kinder und die sitzen dann die sitzen etwa eine Viertelstunde, bevor es Nachtessen gibt, schon am Tisch. Das ist interessant. Weil die lieben diese Burger und man ist eben sehr gut genährt. Gerade für Kinder ist es wichtig, dass sie gute Nährstoffe erhalten und auch Freude haben am Essen. Was habe ich immer wieder festgestellt? Wenn du den Leuten den Gemüseburger gibst als Burger, die meisten merken gar nicht, dass es kein Fleisch ist. Weil es hat so einen Geschmack, man könnte denken, man würde Fleisch essen. Und ich kann es nur empfehlen,
eines meiner Hauptnahrungsmittel, mittlerweile mindestens zweimal in der Woche esse ich diese Burger, wie es der Armin schon gesagt hat, natürlich in unterschiedlichen Variationen. Und ich muss sagen, es ist fantastisch. Und hier nochmal die Packung. Das ist sie. Dort ist hinten das Rezept drauf. Hier oben sind noch die anderen Rezepte drin. Und das ist das, was jetzt als Grund verwendet wird für die tollen Burger. Und jetzt? Die Zubereitung ist relativ einfach. Sie beginnen mit den Sachen auch sehr gut, wenn Sie sie bereits vorbereitet haben. Also Zwiebeln tust rein. Ich tue Zwiebeln rein und die mache ich dann erstmal. Das sollte ziemlich fein werden. Ich gebe auch zwei Knoblauchzehen dazu. Ich gebe auch gleich etwas Tomaten dazu, weil das Ganze soll ja eine tolle Masse geben. Mhm. Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten. Genau. Interessant ist auch, dass die Kochzeit sehr kurz ist. Sie werden sehen, die Zubereitung braucht ein paar Minuten. Dann der nächste Schritt ist die Koch- und Backzeit und dann kann man schon essen. Das wird jetzt alles zusammen püriert. Genau, gemischt. Und jetzt haben wir also Zwiebeln, wir haben Knoblauch, wir haben Tomaten. Jetzt gebe ich das, gebe ich jetzt dazu. Aha, auch ein Ei. Ein Ei kommt dazu und jetzt habe ich gerade noch ein, ich habe es schon gefunden. Dein Messerli fehlt dir? Das Messerli. Ich habe angefangen auch ein Radiesli dazu zu geben. Das ist dann etwas, was man mit der Zeit rausfindet, was gibt noch einen guten Geschmack. Ah, dann kann man auch ein bisschen selber rumprobieren. Ganz genau. Und man kann auch mit den Gurken spielen. Das heißt, auch da, es kommt ganz darauf an. Das sind so Cornichons, oder? Das sind die Cornichons, ja. Weil die haben einen deftigeren Geschmack. Darum habe ich mich für die entschieden. Okay. Dass es dann eben wirklich pikant wird. Und da ist jetzt auch so vier kleine rein, ein Radieschen dazu. Man kann zwischen zwei und vier, je nachdem, wie gerne man das hat. Okay, aber das waren die, die ich getestet habe? Ja, absolut. Dann war es lecker. Jetzt werde ich das sehr, sehr gerne nochmal. Das ist aber jetzt nur die Vorbereitungsmasse, ja. Ne? Ich muss es nochmal sagen, sonst versteht man es nicht. Das ist natürlich nur die Vorbereitungsmasse, weil wir sehen ja bisher, das hier ist noch gar nicht drin. Jetzt schauen wir mal. Und jetzt gebe ich bereits die Mozzarella rein. Okay. Auch da gibt es, das werden Sie im Rezept finden. Wer das zum ersten Mal gerne macht, der hat auch, der richtet sich erstmal ein bisschen nach den Mengen, die auf dem Rezept stehen. Bis er dann anfängt, selber zu spielen. Was hast du als Plus rein? Was jetzt wissen? Habe ich aus dem glutenfreien Brot habe ich Paniermehl gemahlen zuerst zu Hause. Aha. Und jetzt so mitgebracht. Aha, das heißt, aus dem Brot, wenn man es trocken lässt, kann man auch dann Paniermehl machen. Genau. Tolle Idee, genau. Auch für alles andere dann zu panieren, ne? Das zu verwenden. Absolut. Die Menge ist jetzt eigentlich schon dabei, was ich hier brauche. Und den ganzen anderen Rest wird jetzt geknetet mit den Restzutaten. Aha, also, nachdem du das vorbereitet hast, hast du das jetzt alles gemixt, also fein gemacht, dass es in den Burger rein kann. Und jetzt haust du das in eine große Schüssel rein. Richtig. Für wie viele Personen, wie viele Burger war die Menge jetzt? Ich denke, das gibt so 3-4 Burger. Es kann je nach Größe der Burger. Wie groß du sie machst. Ja, genau. Normalerweise, wenn ich so ein ganzes Päckchen jetzt mache, wie viele Burger kriegen wir da raus? Aus, was haben wir drin? Irgendwo steht es drauf, 300 Gramm. Und wie viele Burger werden es? Ich glaube, es gibt ein Dutzend. Ja. Ungefähr. 12 Stück, das stimmt. Ja. Erinnere ich mich, hatten wir damals auch. Und dann sind die aber schon recht groß gewesen, also so, ja, in der Größe. Jetzt schauen wir mal wieder, was die Therese noch jetzt weiteres macht. Habe ich natürlich auch rausgefunden, was sind feine Gewürze dazu. Mhm. Und auch da jeder bitte von mild bis ganz scharf selber zu wählen. Ich habe mich für einen bestimmten Pfeffer entschieden, der ziemlich
bekannt ist, okay, aber auch das nötige, die nötige Pepe bringt. Okay. Also dann tust du noch ein bisschen würzen mit Pfeffer. Gut, nicht zu viel, weil dann ist es vielleicht schon zu viel. Es gibt ein Kartoffelgewürz, das ist einfach sensationell. Das ist ein Geheimtipp von uns beiden. Kartoffelgewürz. Kartoffelgewürz, das ist wirklich sensationell. Das hat, trägt viel bei zum Fleischgeschmack, lustigerweise. Das wird es wohl möglich sein. Ganz genau. Ja, ja. Und jetzt gibt es etwas, was man sehr vorsichtig sein muss. Mhm. Oh. Da muss man sehr vorsichtig sein. Roter Chili, genau. Schmeckt unglaublich gut drin, aber eben wie gesagt, Vorsicht. Ja. Man kann auch jetzt noch mit einer fettfreien Bouillon, wenn jemand wirklich von Anfang bis zum Schluss alles ganz, ganz gut haben will und ganz gesund, ja, kann er sich das mit dem Kartoffelgewürz noch ein bisschen mit der fettfreien Bouillon anreichen. Also auch da alles natürlich vegane Produkte. Absolut. Aber wie gesagt, wer Fleisch essen möchte, wer tierisches Eiweiß essen möchte, kann das natürlich auch mit anderen Produkten machen. Ich gebe auch jetzt noch den normalen Pfeffer und ein ganz kleines bisschen Salz noch dazu. Ich mache das jetzt mal untereinander. Das riecht schon wieder so lecker. Soll ich doch auch. Jetzt müssen wir dann ausloten, wer zuerst probieren darf. Ja, genau, jetzt wird es dann eng. Ganz einen ganz, ganz guten Geschmack gibt auch das Olivenöl. Dann tust du noch einen Esslöffel Olivenöl dazu. Olivenöl zu dieser Menge. Man kann auch da ein bisschen mehr, muss dann allerdings einfach ein bisschen mehr spielen noch mit den Tops. Okay. Damit es die Konsistenz gibt. Ich persönlich liebe es ein ganz klein wenig Halbran, aber auch da wieder ist die Möglichkeit gegeben, den Rahmen oder das zu nehmen oder einfach schlicht wegzulassen. Ja, also für die, die keine tierische Eiweiße wollen, müssen natürlich keinen Rahmen dazu tun. Absolut. Ja, ja. Und auch das Ei, und das möchte ich hier an dieser Stelle nicht unterlassen zu sagen, auch das Ei, wer vegan isst, isst keine Eier. Also auch da gibt es ja viele Ersatzmittel, Ersatzsachen. Ich habe eins gefunden, das auch sehr fein schmeckt. Und das gibt es einfach nur das Eiweiß, nur das Eigelb oder das Komplette. Je nachdem, ob man süß, sauer oder salzig backt oder kocht. Also auch ein toller Tipp hier von der Therese, habe ich noch nie gesehen, kenne ich gar nicht, heißt Mai Ei, Eiersatz, Vollei. Mal probieren und einfach mal schauen, ob das das ist, was man dann in seiner täglichen Ernährung mit einbeziehen kann. Danke für den Tipp. Gerne geschehen. Aha, jetzt hast du... Jetzt habe ich die Pops dazu, die Burgermischung. Die Burgermischung, genau, die hast du jetzt mit rein. Ja, was ich gemerkt habe, ist, die Flüssigkeitsmenge in dieser Burgermasse darf nicht zu hoch sein. Also wenn es jetzt zum Beispiel wie Tessi diese Tomaten genommen haben, steht auch im Rezept, bitte kein Wasser dazu nehmen. Nein, bitte. Weil sonst wird es dann nicht guter Burger, sondern es ist zu feucht. Richtig. Und wenn man es schön massig hat, die relativ trocken ist. Oder? Das sieht ziemlich trocken schon aus, da meint man gerade, es staubt im Mund. Aber das tut es nicht, denn wie gesagt, es ist richtig... Und es riecht wirklich, es riecht alles fantastisch. Und da verstehe ich dann auch, dass die Leute in der Küche immer hinter dem Koch stehen und gucken, ob was abfällt. Weil es ist wirklich so, und ihr habt es ja gehört, was der Armin gerade gesagt hat, die Kinder sitzen am Abend schon am Tisch, bevor es was zu essen gibt. Und eigentlich gibt es ja nur Burger, ne? Also nichts so Besonderes. Aber je mehr man das macht, desto früher sitzen sie. Das ist interessant, diese Familie schickt mir immer Fotos. Das ist wunderschön. Ah, und jetzt geht es ans Eingemachte. Das heißt, jetzt formst du die Burger einfach von Hand. Vielleicht kleiner Tipp, wenn man dann mehrmal das gemacht hat, man kann es auch als Apero gebrauchen. Ganz kleine Burger. So time-to-do-shop.ch. Wie heißen hier die berühmten Sie bei der Schweden? Produkte der Gäste unserer Sendung. Jetzt fällt es mir ein. Nahrungsergänzungsmittel. Aber man kann es als Apero nehmen, Essenzen, anstelle von Apero-Gebäck. Das ist ja fein. Der Vorteil dabei ist, es nervt so.
Die Produkte unserer Gäste das www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen lustig, einfach oder? Per Bestellhotline. Also ich hatte selber diese Erfahrung gemacht, als wir das entwickelt haben. Da kamen die Leute und sagten, was hast du da, vegan und ohne Fleisch? Und die Platte war, glaube ich, in 7 Minuten leer. Es ist, am Anfang sind die Leute immer skeptisch, vor allen Dingen, weil sie ja meinen, man kennt das ja von früher, ich weiß noch, früher die Sachen, die gesund geschmeckt haben. Waren alle nicht lecker. Es war halt gesund und hast gewusst, hast halt gegessen. Und das ist heute nicht mehr so. Und das gefällt mir auch so. Heute können wir uns gesund und vollwertig ernähren und das noch richtig gut und geschmackvoll. Und da ist, wie gesagt, die Golden Seed Produkte so ein klassisches Beispiel dazu, wo ich sage, schnell, fit, gesund, vollwertig, tolles Essen. Wann können wir essen? In 20 Minuten. Das dauert es immer noch. Aber es gibt auch verschiedene Varianten jetzt der Zubereitung. Ne? Ja. Das heißt, jetzt der nächste Schritt ist, du jetzt nimmst die jetzt... Jetzt geht es in den Ofen, da habe ich schon vorbereitet, okay. Damit es dann schon essbereit ist, fast. Und zwar geht das jetzt in die Pfanne rein und ich nehme es bereits aus dem Ofen, wo ich es schon fix fertig habe. Da habe ich schon 4. Haha, jetzt wird es natürlich richtig eng. Die müssen wir auch... Ist es heiß noch? Nee, kann ich anfassen. Du kannst es, ist ja warm noch. Ich weiß nicht, ob es die Kamera fangen kann. Schaut mal an, wie lecker diese Burger aussehen. Und da soll mir mal einer erzählen, er braucht jetzt unbedingt einer von einem der berühmten großen Fastfood-Ketten. Ich würde sagen, er braucht den nicht. Wenn er einmal den probiert hat, isst er den anderen eh nicht mehr. So, was müssen wir tun? Jetzt gehen die vom Ofen entweder in eine Verpackung vakuumiert und in die Gefriertruhe. Okay. Weil man es dann holt, wenn man es will. Ja. Und je nach Familiengröße kann man es abpacken in 2er, 4er oder größere Formate. Ja. Und dann hat man es auch immer sofort parat. Ich würde dann sagen, ein bisschen auftauen, nicht ganz, ist nicht nötig. Und dann auf beiden Seiten zwischen 3 und 4 Minuten anbraten und fertig. Wunderbar. Möchtest du, dass ich das jetzt gleich zeige? Ja. Gut. Und wie gesagt, das gesamte Essen vom Beginn bis zum fertigen Essen, was würde ich sagen, wie viele Minuten? Ich würde sagen, wenn die Sachen alle vom ersten Schneiden an, 3/4 Stunden, wenn man versiert ist. Okay. Alles schnell aufschneiden, mitbacken, mitkochen, mitbraten. Wir haben es auch schon in 30 Minuten geschafft, aber dann ist man sehr geübt, oder? Ja, ja. Und es kommt darauf an. Also der Tipp hier ist eben gut, wenn man es backt, ist es eben einfrierbar, längere Zeit. Und dann kann man es nur noch krasch braten. Das habe ich auch gemacht. Ich habe einmal alle vorbereitet, 12 Stück gemacht, die Hälfte in die Gefriere, die anderen 6 in den Kühlschrank und jeden Tag 2. Wunderbar. Und jetzt rasch kochen, braten, fertig. Ich habe mir jetzt erlaubt, auch zum Braten, ich könnte in dieser Pfanne jetzt auch ganz ohne irgendetwas braten. Mhm. Darum habe ich sie mir auch mitgebracht. Ja. Das kann man völlig ohne machen. Okay. Weil du hast ja gesehen, die Zubereitung hat kein Fett, außer dem ganz kleinen bisschen Rahm und dem bisschen Olivenöl. Ja. Wenn ich es aber noch in einer Butter schnell drehe, weil es ja nicht muss lange gebraten werden, darf ich mir erlauben, Butter zu nehmen. Okay. Ansonsten sollte man irgendein Öl nehmen. Ja, also ich überlasse das immer den Leuten, weil jeder absolut. Hat ja seine andere Favoriten, genau. Der mag das und der mag das. Das sollte jetzt schön heiß sein. Das macht man dann natürlich auch parallel, dieses angeschalten haben, dass man schon bereit ist. Für von dem Ofen gerade in die Pfanne. In die Pfanne zu holen. Dann hat man es wirklich in 3/4 Stunden. Auch jemand, der das zum allerersten Mal macht, hat es dann auch hingekriegt. Mhm. Gibt es bei der Gemüseburger eigentlich irgendein Gemüse, was man nicht verwenden kann? Nein, es ist eigentlich alles erlaubt. Wunderbar. Also mit allen Gemüsen. So, jetzt fängt das Fett schon an zu brötzeln. Ja. Ich probiere jetzt mal mit dem einen. Weil ich es 20 Minuten im Ofen habe, braucht es dann wirklich in der Pfanne nicht mehr viel. Genau. Wie lange würden die jetzt brauchen? Die brauchen jetzt, man kann sie nicht von da direkt nur da rein tun. Das würde nicht den Burger geben, wie wenn er aus dem Backofen erstmal kommt. Also es ist immer gut, erstmal die 15 bis 20 Minuten im Backofen zu haben. Mhm. Bei nicht wie viel Temperatur? Bei 180, je nachdem, 180, 200, die Backöfen sind auch, wie ich feststellen durfte, an diversen Orten unterschiedlich. Ja, also im Schnitt 180 Grad nehmen. Im Schnitt 180, ja.
Und dann 20 Minuten, sagtest du, ne? Genau. 20 Minuten drin köcheln lassen. Na, hören Sie das, wie es brutzelt in der Pfanne. So. Und das heißt, mit den Burgern, jetzt gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Ganze aufbereitet dann nach dem Essen. Der eine, glaube ich, hast du uns hier schon vorbereitet, genau. Da stehen sie schon. Genau. Dann nehmen wir die mal rüber zu dir. So, jetzt gibt es da die Möglichkeit, die Burger natürlich ganz klassisch auf dem Teller. Ja. Da tust du Salat drauf, machst eine Deko. Und der Armin hat auch noch eine andere Variante. Du machst das quasi wie ein Club-Sandwich. Genau. Wir haben hier ein Brot gemacht. Das ist glutenfrei. Es ist sehr heiß gebacken. Es ist nahezu ein bekanntes Brot, das man in den Bäckereien kaufen kann. Und was man machen kann, ein Club-Sandwich ist ja eine relativ einfache Sache. Mhm. Wir könnten auch normales Weißbrot nehmen, aber das passt irgendwie nicht zu der gesunden Welt. Ich gerade sagen. Und da haben wir gesagt, wir nehmen so ein Kiwicha-Brot. Mhm. Das ist genau, das im Geschmack genau gleich wie ein normales Brot. Ja. Und wir machen dann ein Club-Sandwich. Ein Club-Sandwich besteht darin, dass man es diagonal schneidet. Und da kann man das natürlich hervorragend mit dem Burger machen. Man kann es dekorieren mit Tomaten, mit einer Zwiebel, mit Gurken, so wie halt ein Club-Sandwich sein soll, Speck, was man will. Ja, der Hunger kommt jetzt langsam, jetzt könnten wir da mal anfangen. Sollte langsam schon gut sein. Ja. Weil die brauchen wirklich, das hört man hier in dieser Pfanne auch nicht, dass es wie bei den anderen Pfannen richtig sprutzelt. Ja. Das gibt diese Thermopfanne nicht ab. Okay. Also da muss man sich nicht stören dran. Ja. Und nicht irritieren lassen. Jetzt sind sie. Und jetzt kommen sie sind auf sie. Den ich, Salat. Ja, ich lege die jetzt auf dem Salatblatt. Und dann und die beiden anderen. Gibt es das eines noch für ihn. So. Jawohl. Und dann kann man das auch anreichen. Ich reiche es an mit dem. Man kann wirklich spielen jetzt. Man kann auch noch, ich habe dann auch noch was anderes vorbereitet, wie Sie sehen. Man kann jetzt auch eine ganze Radiesli reinlegen, man kann aber auch einfach nur so. Man kann es übrigens auch noch mit etwas Süßem, wer gerne süß hat, der gibt vielleicht eine Ananasscheibe drauf. Das habe ich auch schon gesehen. Weil ja. das gibt dann Leute, die machen das sehr, sehr gerne. Und die geben dann nochmal. Das sieht cool aus. Wenn wir jetzt mal drauf schauen. Das heißt, ich könnte jetzt auch hier natürlich hingehen, könnte je nachdem, wenn ich Ketchup, Mayo, Senf, absolut, was auch immer drauf tun. Ich kann dazu noch mehr Salat, Kartoffelsalat, absolut, was mir beliebt. Ja, und da gebe ich dann etwas anderes noch, habe ich dann ja noch vorbereitet für euch, für die Zuschauer. Was ich persönlich dazu serviere, ist eine Gemüsepfanne. Ah, das kennen wir natürlich auch, Gemüsepfanne. Das heißt, das wäre jetzt der erste Part. Ganz genau. Und jetzt gibt es den Part 2, Gemüsepfanne, richtig, was zum Burger gereicht wird. Absolut. Oder, wenn es für einen kleinen Hunger sein soll, ich hoffe, die Kamera kann das gut einfangen. Hier haben wir die Club-Sandwich. Also die werden wir nachher natürlich gleich verspeisen. Und der kleine Hunger zwischendurch, da ist es natürlich perfekt. Und jetzt haben Sie es gesehen, wenn Sie die Burger vorbereitet haben, Sie haben 12 Stück bei sich im Ofen drin. Und da haben Sie innerhalb von 5 Minuten ein perfektes Essen. Einmal in der Woche kochen, 5 Tage in der Woche essen. Das geht natürlich, wenn man die Burger dann ein bisschen unterschiedlich macht. Wenn Sie die ganze Menge auf einmal zubereiten, können Sie einen Teil mit Gemüse machen oder Sie machen einen Teil mit Fleisch und einen anderen Fleisch, Tomaten, Mozzarella und probieren selbst etwas rum. Dann hat man genügend Auswahl und jeder Burger schmeckt nicht gleich. Und wie wir sehen, können wir das dann ganz unterschiedlich aufbereiten. Das heißt, einmal als Club-Sandwich, einmal so, wie Sie hier sind. Ich habe Ihnen vorhin erzählt, ich schneide mir einfach Tomaten und Zwiebeln auf, lege die drunter, lege den Burger drauf, ein bisschen Mayo drauf, ich bin jetzt nicht so der Ketchup-Fan, und esse das dann ganz normal mit Messer und Gabel. Und wenn ich 2 solche Burger auf Tomaten gegessen habe, bin ich satt abends. Und aber ich bin nicht voll. Ja, das ist der Unterschied. Ist du hast nicht dieses Füllegefühl. Ja. Genau. Nie, genau.
Das hier auch, wenn man das nimmt, zum Beispiel jetzt an einer Grillparty, nimmt man das als Vorspeise oder sonst an einem Ort, man sagt Aperorisch, so eine moderne Geschichte, kann man das sehr gut brauchen. Und die Leute haben wirklich etwas Nahrung zu sich genommen und sind gesättigt. Man hat keinen Hunger mehr und muss jetzt dann noch essen gehen. Es ist wirklich fein und man ist gut genährt. So, dann kommen wir zum dritten Teil unserer Hauptmahlzeit. Das ist jetzt die Gemüsepfanne. Da mache ich jetzt die Gemüsepfanne, ja, richtig. Dazu brauche ich jetzt ein bisschen Olivenöl. Mhm. Auch die vorbereiteten Sachen natürlich. So, da habe ich jetzt vorbereitet Lauch. Ja. Der eignet sich schon vom Geschmack her wunderbar. Und man hört, es brutzelt gleich in der Pfanne. Das brutzelt jetzt, weil das ist ja nicht die Butter. Ich mache es jetzt ein bisschen Lauch drin. Entschuldigung, jawohl. Dann haben wir selbstverständlich die Karotten. Jetzt brauche ich, glaube ich, schnell einen guten Löffel. Danke. Lauch, Karotten. Jawohl, dann mache ich mir das wieder zu. Wir haben uns immer bemüht, Produkte und Rezepte zu machen aus diesem Kiwicha-Produkt, das eben den gewohnten Kulturen, die wir hier haben, passt. Man kann hergehen und sagen, Gemüsepfanne, das kennt man, Suppen, das kennt man, Burger, das kennt man, Müsli kennt man, Brot kennt man. Also man will die Formen verwenden. Dass es nicht so exotisch wird, das Ganze. Ja, und nicht irgendetwas, was man nicht kennt, oder? Mm-hmm. So, weiß nicht was. Man kann auch Plätzchen machen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Übrigens, wer Internet gewohnt ist, auf Google kann man eingeben Amaranth-Rezepte-Bilder. Da kommen hunderte von Rezepten. Wunderbar. Und da kann man wählen, das passt. Wir haben hier eine kleine Auswahl genommen und Gemüsepfanne und Burger. Ist wahrscheinlich. Jetzt hast du auch noch von deiner köstlichen vegetarischen. Genau, Bouillon hineingetan. Ja. Auch da wieder ein bisschen Kartoffelgewürz. Es ist einfach unglaublich, unsagbar gut für viele, viele Sachen. Mhm. Die Rezepte, die Sie finden auf amaranth.ch, die habe ich dann erstens mal mir die ausgepickt, was ich natürlich auch gerne esse. Ja. Hab da gesurft und was noch dazu kommt, ich habe irgendwie ein bisschen wenig. Soll ich mehr Hitze machen? Ja, gerne, Armin, wenn du so freundlich wärst. So, während die Gemüsepfanne jetzt am Brutzeln ist, dann testen wir jetzt mal zwischendurch, wie der gute Burger schmeckt und sind gleich wieder da für Sie. So, liebe Zuschauer, die Gemüsepfanne ist fertig. Wir haben ein bisschen köcheln in der Zwischenzeit. Und was haben wir jetzt alles drin, Tessi? Sag's. Jetzt ist in dieser Pfanne Lauch und Rüebli. Es sind Walnüsse drin und reichlich an Gewürz, die man gerne hat. Ein bisschen Rahm habe ich drin und ein bisschen Weisswein habe ich drin. Und dann ist das eigentlich mit dem 20 Minuten circa zu köcheln. Okay. Und jetzt bin ich mit dem eigentlich parat. Und jetzt kann man das anrichten zu den Burger oder zu etwas anderem, was immer man gerne möchte. Das mache ich jetzt vielleicht gerade. Und was man nicht darf vergessen, man tut eine dementsprechende Menge mit Bouillon-Brühe dazugeben. Okay. Und so wird das dann nachher fertig geköchelt.
dann habe ich parallel dazu vorbereitet unsere Pöppli. Die kann man sogar rösten, krustig. Man kann das gemacht, mit Butter. Jetzt kann man aber das auch so machen. Man kann es auch so machen, dass man sie gar nicht röstet, dass man sie einfach aus dem Beutel auf den Teller. Ah, geht auch. Genauso wie beim Salat. Also es schmeckt nur noch ein bisschen besser, wenn man sie geröstet hat. In diesen Pops hat es eine natürliche Menge, eine passende Bedarfsmenge Kohlenhydrat. Das heisst, auch wenn wir jetzt hier scheinbar nur pflanzliche Sachen haben und Gemüse, hat es genug Kohlenhydrate dabei. Ja. So, dass man also auch genährt ist, wenn man Sport macht, wenn man ein Denkarbeiter ist, wenn man eine ältere Person ist, die nicht so viel mag essen, dann hat man von allem genug und alles pflanzlich basiert. Wunderbar. Jetzt man kann es auch spielen. Am Schluss kann man auch noch mit Walnuss in die Dekoration gehen oder sogar gemahlene Walnuss drüber geben. So, ich habe jetzt meinen Teller. Das ist gut. Ich wünsche dir einen guten. Auch da wieder, liebe Zuschauer, ich will jetzt nur so, ja, es tropft ein bisschen, ich halte es über die Pfanne. Ein wunderschönes Gericht wieder, jetzt läuft mir das über die Finger. Das wird nicht lange halten. Dankeschön, Therese. Ich werde das jetzt gleich verspeisen, das wunderbare Gericht. Und das ist vollwertige Nahrung. Gesünder geht es fast nicht mehr. Alles ist frisch gemacht. Wir haben richtige Power dahinter. Und wenn Sie das gegessen haben, dann können Sie sich beruhigt ans Tagwerk machen, weil dann haben Sie alles im Körper, was Sie als Voraussetzung brauchen. Ich kann dann nur noch sagen, guten Appetit. So, liebe Zuschauer, jetzt haben wir den ganzen Tag schon viel gegessen, vom Z'morgen übers Nüni und Mittag. Jetzt zeigt uns der Armin noch, man kann natürlich auch das Mittagessen noch abrunden mit einem tollen Dessert. Und was es dann am Abend gibt, das zeigt uns gleich die Therese. Was hast du denn für Dessert heute einfallen lassen? Birnen ist gerade im Moment Saison, sehr fein, ja, sehr mundig, die großen da. Man nimmt etwas Vanillecreme und die feinen Brownies. Einige kennen diese Brownies schon, mhm, und wir haben es auch schon an verschiedenen Ständen verkauft. Die Urheberin der Rezepte ist Tessi und man kann einfach die Creme darüber nehmen, die Brownies drauf nehmen oder auch einzeln essen, wie man will. Und dann ist das Dessert wunderbar. Die Brownies haben sehr viel Kivicha drin und sind extrem gesund. Und hier habe ich natürlich eine kleine Portion Brownies. Und liebe Zuschauer, die sind so lecker, dann essen Sie nie mehr andere, wenn Sie die einmal probiert haben. Und da, wie gesagt, tolles Rezept. Sie halten lange, wenn Sie eine Frischhaltebox tun. Und da haben Ihre Kinder auch eine tolle Zusatzgeschichte für die Schule. Wenn es mal zur kleinen Belohnung geht, dann Brownies. So. Aha. Was ich vielleicht noch dazu sagen darf, zu deinen Brownies. Die habe ich natürlich mittlerweile so verfeinert und ich schmunzle jedes Mal, es spürt niemand, dass die nicht aus dem normalen Mehl und all den Zutaten gemacht wurden, sondern okay, alles aus dem Kivicha. Die schmecken mindestens so gut mittlerweile und das ist es, was die Leute dann so gerne haben. Ich bin so ein Nasenmensch. Und ich komme fast nicht mehr nach mit Mann. Das könnte ich mir vorstellen. Auch da jetzt wieder. Ein Dessert, wo das Herz lacht. Hier ist pure Gesundheit drin. Vanillecreme natürlich aufpassen, dass man nicht künstliche Vanille nimmt, sondern dass sie sich gute Vanille holen, wenn sie sowas machen. Birne drin, Brownies drin. Da lacht das Nachtischherz. So, Nachtisch haben wir gegessen. Jetzt geht der Nachmittag durch. Genau. Jetzt brauchen wir kurze Pause zum Zvieri. Da schlage ich ebenfalls vor. Es gibt auch auf dem Internet bei uns noch weitere Rezepte, Cookies. Kann man selber machen, sind sehr fein, sind sehr trendig. Die Brownies selbst und eine Tasse Kaffee oder Tee, das, was gerade mundet. Oder da würde ich sehr einfach machen. Fable, die du so liebst. Gibt es natürlich tausend Möglichkeiten dazu. Ich bin so ein Teetrinker, ich würde einen tollen Tee dazu trinken. Aber wie gesagt, die Brownies sind einfach ein Gedicht. Ja.
Wenn ich jetzt an die Nacht denke, jetzt komme ich von der Sendung nach Hause, da ist meistens schon kurz nach neun, meistens habe ich noch einen kleinen Hunger. Was würde ich mir da vorschlagen, Therese? Wenn du dann noch einen kleinen Hunger hast, würde ich dir raten, zu einem Müsli zu greifen, vielleicht eine andere Sorte diesmal, zu den Erdbeeren. Okay. Und dann kannst du es auch wieder anreichen mit Quark. Ja. Du kannst diesmal Flocken nehmen. Du kannst wieder eine frische Frucht hineingeben und dazu tun, weil du es am Frühstück nicht gehabt hast, nimmst du es jetzt als Nachtessen, weil es eben wieder nicht nur mundet, sondern alles dir schenkt, was du brauchst. Und du bist nicht voll. Sehr schön. Für die Nacht. Also haben wir, wie bereitet man es denn zu? Das gibst du auch in einen Teller, in eine Schüssel. Du bereitest das zu mit einem Danke, Anni. Wieder die Menge natürlich. Das Müsli ist ein Müsli. Ganz aber gewöhnlich. Das Quark und die Flocken, kommen die kann man natürlich separat machen. Ja. Oder man kann auch hergehen und sagen, ich mache dann das Müsli. Ja, aber das hat man ja am Morgen schon gehabt. Dann bleiben wir mal bei der leichteren Variante. Genau. Die besteht jetzt rein aus Quark, das ist ein ganz normaler Naturquark. Genau. Okay. Und vielleicht eine Birne, ein Apfel, die Frucht, die einem beliebt. Ah, und das schneide ich dann einfach auch nur klein rein. Ganz genau. Und rühre es einmal durch. Absolut. Und fertig. Wenn jemand ein Morgenessen-Mensch ist, Mittag gegessen hat, ist das das leichteste Gute-Nacht-Menü. Ja, und das ist ja einfach. Wenn aber jemand kein Morgenessen hat, wenig Mittag gegessen hat, dann braucht er was Schwereres. Und die Kombination, weißt du, mir geht es ja immer um die Zeit. Ich habe abends, wenn ich dann heimkomme, nicht mehr groß Lust, noch eine Stunde vorher zu stehen. Und da muss alles knackig und zackig gehen. Und da ist natürlich so, ein bisschen Quark drauf, ein bisschen Pops drauf. Wie gesagt, entweder ich schneide mir eine Birne rein, genau. Hier steht noch Apfelmus oder was anderes und ich habe ein vollwertiges Müsli, was mich sättigt und nicht voll macht. Und wunderbar. Hier habe ich jetzt natürlich die Flocken genommen, weil die eignen sich mindestens so gut wie die Pops. Okay. Auch die kann man, da kann man auch spielen mit. Ja, die Flocken sind so ein bisschen weicher, gell? Ja. Leichter. Vielleicht für abends gar nicht schlecht, die Anregung ist es besser. Dann habe ich das ausgewählt, ja. Wie ist es denn, wenn mein Körper nach was Warmem verlangt? Wenn er nach was Warmem verlangt, kann man unter Umständen auch an eine Omelette denken. Aha. Und was hast du da jetzt vorbereitet? Das ist die fixfertige Omelettenmischung. Ich habe mir erlaubt, mit unserem Kiwi-Chamel die Eier normal zu nehmen, aber auch da wieder wahlweise Eiersatz für vegane Menschen. Also. Und das Omelettenrezept ist auch auf dem Internet. Ah, wunderbar. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau. Was kommt rein? Da gibt es auch ein Rezept, haben Sie gehört, liebe Zuschauer. Ein Flyer oder das Rezept selber. Ja, genau. Was Sie runterladen können im Internet. Sollten Sie das nicht können, dann können Sie sich gern mit dem Armin Schmidt bei Golden Seed in Verbindung setzen. Und dann kriegen Sie natürlich das Rezept. Jetzt wird das einfach wie ein Omelett in die Pfanne hinein. Gegend geben, ganz genau. Und auf beiden Seiten goldgelb gebraten. Und dann gebe ich es auf den Teller, rolle es ein mit Apfelkompott zum Beispiel. Man kann aber auch Marmelade nehmen. Da ist auch wieder die Palette frei offen für alles, was man liebt. Creme, Vanillecreme kann auch da hineingetan werden. Und mit dem Lieblingsprodukt eingerollt. Und dann kann man es dann am Schluss noch mit Zimt überstreuen. Auch eine tolle Idee. Kakaopulver, genau, je nachdem, was einem so schmeckt. Was man eben gerne hat. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist denn... Da liegt er. Da, danke vielmals. Ja, braucht ein bisschen länger. Ja, das Omelett köchelt so vor sich hin. Das ist auch ein reines Produkt aus den Produkten von Golden Seed. Und es kommen Eier dazu, für die, haben wir ja vorhin gesagt, die keine Eier mögen, die können auch einen Ersatz dazu nehmen. Genau. Und wenn das Omelett dann gebraten ist, wie viele Omelettes kriege ich raus aus einer? Viel. Es kommt ganz darauf an, macht man sie dicker oder macht man sie so eine Art Crepe-mäßig, ganz dünn. Das kommt ganz darauf an, wie beliebt es. Wie viel Material hast du da jetzt verwendet? Mit meiner Dicke jetzt hier gibt das mindestens 6 Omelettes. Und wie viel von den Flocken oder den Pops war nötig für die Masse?
Ich habe keine Flocken Pops verwendet da drin. Sondern da ist das Kiwi-Chamel drin. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Das haben wir gezeigt. Da ist der Unterschied. Ich hole das nochmal. Genau. Da ist das Mehl jetzt zu verwenden und auch die Eier. Mhm. Und da habe ich mir jetzt auch erlaubt, ein bisschen Macca noch reinzuschieben. Also ein Power-Omelett für den Abend. Genau. Zum Beispiel. Weil man kann trotzdem gut schlafen. Das ist ja, es ist nicht, dass es wach hält. Es nährt, ist nicht dasselbe. Ja, genau. Oder für die Zellen, für den Stoffwechsel, für den Aufbau des Körpers, alles, was die Wissenschaft heute weiß. Es nährt einfach gut und vor allem die Organe funktionieren gut. Alles, Magen, Darm, Leber, alles, was du willst. Und unsere Kochplatte gibt den Geist auf hier. Die Kochplatte, sie hält eine gewisse Wärme, aber jetzt wird es dann gerade gehen. Genau. Und dann haben wir das Omelett fertig. Was käme denn dazu? So wie sie es eben gesagt hat, wahlweise, was wir wollen. Also ich habe gerne Apfelmus zum Beispiel. Ja, wenn ich jetzt nicht süß will. Kein Problem. Ja. Wenn du nicht gerne süß willst, kannst du dir irgendetwas zubereiten, was mit salzig ist. Du kannst eine Peperoni aufschneiden, du kannst Radiesli aufschneiden, du gibst etwas Peterlik dazu, du gibst vielleicht das Ganze in Quark. Und du würzt es mit den feinen Sachen, Pfeffer, mit den Gewürzen, die du liebst. Genau, ich kann und dann machst du aus so dem eine Masse. Tomaten, Zwiebeln kleinschneiden, Würze mit Pfeffer einrollen und so. Und es ist leicht beliebig auch. Beliebig spielen. Und das nährt gut. Ja. Auch da kannst du wirklich beliebig spielen. Du siehst, ich habe hier jetzt wirklich etwas... ich habe es dick gemacht, also etwas dicker gemacht, weil es eben ja als Mahlzeit gedacht ist. Das würden alle am Fernseher sein. So, ich bin eigentlich ready. Und dann kann man das wirklich nur noch einrollen. So, jawohl. Jetzt haben wir das Omelett auf dem Teller. Und jetzt kommt das Wichtigste, die Füllung. In dem Fall süß. Peter, es tut drauf Apfelmus. Jetzt kann man das, je nachdem, entweder ist das Apfelmus schon beliebig gewürzt oder man kann es auch wieder anreichen mit Zucker, wer das gerne noch ein bisschen süßer hat. Aber die Idee finde ich toll mit dem Zimt. Das ist was viel edler. Omeletten mit Apfelmus, das ist ein Klassiker. Ja. Geht auch gut am Mittag. Es geht auch so, es ist auch so gedacht, damit man kann es auch ohne Rollen machen, man kann es auch bestreichen. So wie man das beim Crepe kennt, du kannst dann zusammenlegen oder was auch immer. Du kannst sogar heiße Schokolade, eine Toblerone schmeckt zum Beispiel fantastisch, wenn du sie flüssig machst und dann diese reingibst. Ja. Also für die ganzen Schleckermäuler unter uns sind viele Varianten möglich. Und wir haben ja gesehen, so ein Omelett mit ganz wenigen Handgriffen ist der Teig gemacht aus dem tollen Mehl. Wie das Rezept gemacht wird, steht auf der Webseite. Das kann natürlich auch mal im heißen Sommertag an Essen sein, was man am Mittag macht. Omelettes für den einen mit Salaten drin, vielleicht mit irgendwas etwas Deftigem, Kräftigem und der andere mag es ganz süß. Viele Möglichkeiten gibt's. Also wieder eine tolle Variante. Ich weiß jetzt gar nicht, liebe Zuschauer, was ich überhaupt noch sonst kaufen soll. Jetzt habe ich so viele Gerichte kennengelernt und so viele Möglichkeiten mit diesem tollen Produkt und mit den ganzen Produkten, die da aus Peru kommen, die Golden Seed aufbereitet und herstellt. Also ich kann nur sagen, es war fantastisch. Geschmeckt hat es übrigens auch sehr lecker. Alles, was ich probiert habe, war gut und alles, was ich heute probiert habe, werde ich auch in meine Küche mit einfließen lassen. Denn ich will ja auch fit bleiben. Genau. Du hast es gesagt, auch auf YouTube kann man es wiedersehen. Mhm. Man kann auf unserer Website schauen, dass es mehrere Rezepte gibt. Es wird ständig, erstens werden neue Produkte entwickelt, zweitens gibt es immer mehr Rezepte und auf Google gibt es ganz viele sowieso. Und wenn man das mal beginnt, diese Esskultur, die eben fein schmeckt, wie du das sagst, aber man sich auch wohlfühlt und gestärkt, dann wird man das ständig essen wollen. Das ist so. Wie gesagt, in meinem Leben hatte ich immer mal Kartoffeln und Reis und Nudeln gekannt. Die haben in meinem Leben schon viel, viel an Menge verloren. Warum? Erstens esse ich weniger Kohlenhydrate und zweitens, wenn, dann will ich natürlich das Beste. Weil mein alter Wahlspruch heißt, für meinen Körper ist das Beste gerade gut genug, weil der soll mich 120 Jahre durchs Leben tragen. Jetzt haben wir gerade Halbzeit. Ne? Therese,
Meinen herzlichen Dank. Ganz lieb, dass du uns als Köchin da zur Verfügung gestanden bist und auch viel Vorbereitungen gemacht hast. Armin, auch dir. Dankeschön nochmal für die ganze Action, die ihr gemacht habt, um unseren Zuschauern das zu zeigen. Und für Sie, liebe Zuschauer, ich glaube, jetzt bleiben keine Fragen mehr offen, um so tolle Produkte unter den Weihnachtstisch zu bringen. Und stellen Sie sich mal vor, unter Ihrem Weihnachtsbaum liegen nicht die üblichen, sondern da liegen so ein paar leckere Brownies. Und da würden sich die Kinder bestimmt auch freuen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen guten Appetit, einen schönen Abend und eine wundervolle Nacht. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.